Und es geht weiter mit Let's Play Fate Grand Order. Ich bin der Sir Smurfix. Und vielleicht kommt irgendwann mal ein Kampf, wo wir nicht gegen einen Haufen von Archern mit unserer Saber Alter kämpfen müssen. Aber ich glaube, dieser Tag kommt niemals. Okay, liebe Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren unterwegs, haben hier mit unseren neuen besten Freund Sherlock hier vorgestellt bei unserer Party. Und zusammen sind wir nun fest entschlossen weiterzumachen. Unser Ziel bleibt es natürlich wie eh und je immer noch den bösen Moriarty aufzuhalten. Und wir haben im Endeffekt seinen Plan hier nun so halbwegs ausgetüftelt. Nämlich, dass er die Welt aus den Fugen der Zeitwelt, also aus der normalen Zeit rausbringen kann. In Sektion 12 Elegant Dance haben wir aber nun einen Plan, Ason, um hier zumindest erstmal den Assassin auf Shinjuku rauszulocken. Und unser guter Moriarty, der Arzt auf Shinjuku, hat hier nun einen Plan vorbereitet und ich bin gespannt, was es dafür bedeutet. Denn er hat gesagt, wir brauchen mehr Sexiness. Also Salter, tut euch schon einkleiden. Even in the hell like Shinjuku, there is a clearly defined hierarchy. Those with money can hire people to do violence on their behalf. The world overflows with money. And with money, one can achieve ultimate glory. One can taste foods never before seen. Imbibe liquor never before tasted. All with the power of money. Forget the humiliating past. Forget any sense of regrets you may have had. Forget all you had, that incompetent, worthless lord you once served. Achieve glory in his place. Become one with it. Spread money all across Shinjuku. Huh? May I see your invitation? Very good. Please go in. Oh, ein Ball. Ach, schön. Müssen wir jetzt tanzen, oder? Oh, Salta! I can't believe that actually worked. How was that possible? Oh, ho, ho, ho. Das Kleid ist freizügig. Da soll es ja eigentlich auffallen. Who knows? Who cares? I sure don't. I've got to say, though, in that getup, you look like some hard Vexel. What a coincidence. You look like the part of a genuine witch. Shouldn't you be off trying to burn France? Thanks, you're the one in need of burning. Is that not why you're here? To burn things? What's this? These are the radios the old man gave us. What a pain, I still don't see why we have to use them. Damit ihr euch nicht gegenseitig umbringt. I believe it would be all to our advantage not to have our magical energy detected, don't you? Are you sure it isn't merely that you distrust magecraft? Hm. I suppose that could have something to do with it. I am a modern man, top off to the bottom, after all. I am, of course, aware of magecraft and even account for it in my plans, but I have never delved very deep into it. Well, I can't say I'm surprised. It was only by ruthlessly targeting that sole bit of humanity you realized that I was able to close in on you. So that's why you were so friendly with the Mage Association back when you were alive. You probably don't even care for Magecraft yourself. At any rate, Master, how are your magic thing? Also, wie ich find's? Oh mein Gott. Habe ich jetzt ein Smoking und muss mit den beiden Damen hier tanzen? Ja, ich könnte schon mal das geben. Why? What's the problem? It seems like a perfect disguise to me. Again, why? Oh, Moriarty, that's not why she is upset. Why do I have to disguise myself as a girl? Was? Noch besser. The assassin knows what you look like. Your disguise needs to be funny enough to make up for that. Did you just say funny? I admit I don't have much experience in disguising others, but I dare see yours come out rather well. Gee, thanks. Hallo, ich bin Maxim. No, no, do not be like this, Master. Yeah, you look good. You're regularly a pretty princess. I'm not happy about this. Ich schaue so boshaft. I wish Mesh could see this. You there? Yes. Oh my, aren't you a pretty picture? I would sell myself a smile, dear heart. Do you have a camera? No, I don't. Then be gone from my sight! No, you there.
Yes? Do you have a camera? Well, my cell phone does. Huh. This picture quality is terrible, but I suppose beggars cannot be choosers. You wouldn't. I most certainly would. Halt him, Jean. Nein! Hey, for once you're on the exact same page. I get you two for this. Wenn Shen Gong kommt, werden die alle bestraft werden. Alright now, smile master. Let's take a few more to be safe. Now we just need to upload these to Caldea's server. Demon! No, no, don't be like that. This is a good experience for you. Oh, and I'm going to borrow this phone for a while. Go buy a new one. Are you serious? Anyway, when the damn assassin going to shop? I hate this dress so much. Stop flopping around like that, you idiot. What you just say? You're kind of showing a lot of skin. I couldn't care less about that, but fine, I stopped flapping my dress. Never mind that, master. Seeing how you're also dressed for occasion, would you care to dance? How can I dance like this? If others can learn to dance in a dress, so can you. Let's enjoy ourselves until the assassin of Shinjuku shows up. Huh. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Hätte ich das machen müssen. Wäre so ein Massaker gekommen. Okay, sie ist definitiv die dominante Hand. Ich weiß, wir sind ja die Frau. I see. Your skill as a master has done nothing to make you a capable dancer. Sorry. No matter. You can learn. Of course, I never danced while I was alive either. But the intuition can make up for that sort of thing. Ich meine, etwas dafür, diese unnütze Skill gut ist. I must say though, dancing with another woman like this is rather fun. Even our spectators appear to be enjoying themselves. You're pissing me off. Who cares about dancing? Stop passing that off as intuition. Excuse me, miss. Would you mind if... never mind. Screw this. I'm gonna burn this whole damn place down. All that cash they are carrying should have helped them light up a real nice. Hast du echt erwartet, dass es anders geht? Master, please hurry up and find the assassin. Otherwise, we may end up in the towering inferno. All right, Maxi. There are a number of armed men upstairs, most likely bodyguards. You should be here soon. The assassin of Shinjuku always disguising himself when he goes out in public. It almost makes me sorry that he'll never be able to reveal himself and properly claim the glory he seeks. Regardless, even if we were to find his base of operation, force our way in, and destroy his noble phantasm, he would simply disappear amidst the chaos. But if we have you and your world-class eye for appraising servants, that change things. Some may be surprised to see servants, but few will be taken back by your presence. Oh, on top of that, we'll be deep within enemy territory. This will be yet another dangerous mission. That is why I'm asking you to dress up and fight, since you are both such capable servants. Now what was the expression again? Ah, yes. The clothes make the man. But I was praising you. Du hast gesagt, sie sehen wie Männer aus. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Sometimes, Moriarty, it's hard to believe you're my arch nemesis. Das ist so geil, Mann. Die Klamotten macht den Mann. Und dann der Blick von dem Bein. Here comes. Oh, hi, Salter. Well, hello, everyone. It's so good of you to come. Let me tell you, with things as hellish as they are here, you are doing a fantastic job of helping us. Thanks to you, those who defy us keeping quiet, and there are fewer wastes of space every day. We appreciate everything you do for us as well.
Your Highness have been invaluable in riding us off riffraff, like those who roughens and collaterals. It's we should be thanking you. Oh, how absurdly wonderful, especially since the world is going to end. Now let's enjoy ourselves. Tonight is a night to celebrate. Go on, make absolute pigs of yourselves. Hey, I distinctly remember that face. Uh-oh. Easy there, easy. Master, please help Archer calm down. Calm down, please. I'm perfectly calm, Master. But my sacred sword shall not stand for this. It's no use. Let's not give up just yet, shall we? Ein Alter dazu zu bringen, sich abzuregen. What would you like us to do with the money we collected? What else? Use some to buy more food and drink for us. As for the rest, let's take over Kabukicho. Now the berserker's gone, we can run a store there. Give them everything they want and take everything they have. I don't believe they had anything as valuable worth taking. I'm talking about the three things, pride, love and courage. Ask them whether they'll crawl on their hands and knees to swear loyalty to us, entice parents to sell off their kids and kids to sell off their parents. Make it so they never think about the possibility of defying us. That way everyone's happy. Me, you, the entire world. Yes, sir. Now let's go out here and grab us some glory. You know there are a lot of beautiful women this time. Perhaps we could keep one or two of them? Oh, woman. I can't say I care about that sort of thing myself, but let's take a look. Huh? No way. This can't be right. What the hell's going on? What is it, sir? Don't! What is this, sir? Me, take a look at her! Yes, that's one of the women I... You know, she looks like the face you're using today, boss. That's it. You're dead to me! Boss! Summon the Hornet! She's a servant! We need to take her out now! Yes, boss! And make up some excuse to kick the sponsors out of here. She obviously plans to involve them. Like a moth in the flame, huh? Go get her! I finally got permission to reopen communication, Master. I just have to say, you look great! I'm going to treasure this photo for... Es wird für immer über unserem Schreibtisch hängen. Please, no, I'm begging you. Thank goodness, we are not too late. Now then, let's start by taking care of these fellows, shall we? What say we cut them down to size? Ich hab mir davor ein bisschen besser gefallen. Jeans Kostüm ist sehr, sehr hübsch. Oh Leute, man, wir haben nicht mal mit Jean getanzt. Mich wundert ja, dass ihr uns nicht dafür gleich angezündet habt, man. Was glaubt ihr, ist ein schönerer? Ihr habt die Wahl. Jean, also für wen ich entscheide? Jalter oder Salter? Aber das Problem ist, wenn ihr für Salter entscheidet, dann werdet ihr verbrannt. Und wenn ihr euch für Jalter entscheidet, dann werdet ihr angezündet. Nee, Verzeihung, dann werdet ihr, wenn ihr für Jalter entscheidet, dann werdet ihr ganz einfach, ganz entspannt, werdet ihr dann, genau, Kraftinen, werdet ihr dann in zwei Teile geschnitten. Ihr habt die Wahl, liebe Leute. Ich weiß schon, der Große von euch sagt, ein kleines Opfer. Für Salter, wer ist es ein kleines Opfer? Und für Jalter erst recht. Au. Den kriegen wir doch jetzt down, oder? Boah, schön, der Crit, der war sehr schön. Yo, sauber, Mann. Gute Olle Blamrot. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft. Okay, Hornets, die sind aber nicht so stark. Habe ich einen sinnvollen Command Code? Irgendwie nicht. Ha, der Attack hat geklappt. Ja, haben wir nice. Dann regeln wir kurz die Angelegenheit, oder? Eigentlich wäre schlau gewesen, noch mal anderen Hornet zu gehen, weil den mittleren kriegen wir eh nicht dran. Okay. Wenn jetzt hier sein Attack-Up ist und wir seinen dritten Skill auf ihn machen, dann haut sein MP eigentlich ganz gut ein, Mann. Also für das AoE ist. Oder 3 Sterne Service. Kann man sich nicht beschweren, Mann. Das könnte ein bisschen auf Ladern schießen.
Nur was mich an den Gegnern so ultimativ ankotzt, ist, dass wenn sie einen Crit machen, ihre stärkste Attacke, dass es ja dann immer nur ein Hit ist, weil sie einfach nur einmal so ein Mörser-Ding oder was auch immer schießen. Aber ganz ernsthaft, wenn sie ihre Standard-Attack machen, ist so schön, Mann, weil man generiert so viel MP, weil die so viel Hits haben. Aber das machen sie nicht auf Loud, Mann, das weiß ich schon. Ja, genau, komm nochmal. Du kacke Take-Up, Mann. Da habt ihr euer Take-Up, Mann. Da habt ihr euer Drecks Take-Up, Mann. Bam! Bam! So, räume ich nicht auf meinen Partys auf. Okay, oh, Leute. Ihr seht es. Es ist sichtbar, liebe Leute. Es ist sichtbar. Da. Und auch bei Enkidu fast Bond 9. Aber bei Vlad zum ersten Mal Richtung Bond 10. Wieso habe ich eigentlich Camilla mitgenommen? Eigentlich würde ich da, hätte ich lieber da Asteris oder so mitgenommen. Camilla muss ich nicht unbedingt Bond leveln. Ja, mag lieber mein Asteris, mein Wuschelbuschel. Okay, liebe Leute. Dann, schön die Party gesprengt. Sind wir auch nicht unbedingt viel besser, okay. Gut, dann, was für eine lustige Party nehmen wir. Ich glaube, die hatte ich mir schon so bereitgestellt. Ich bin mal sicher, das klappt so nicht. Egal, pack mal Asteris rein. Asteris managed this. Es könnte gerade echt schlecht werden, Mann. Es könnte gerade richtig, richtig schlecht werden. Aber ich verlasse mich einfach darauf, ihr wisst schon, mit der Power des Bösen werden wir das schon schaffen. Früher war es immer die Power der Guten, aber inzwischen ist es einfach die Power des Bösen und der Zerstörung. ich tue noch einen Servant rein. Ich weiß aber auch gar nicht, ehrlich gesagt, wen. Vielleicht Okita, Alter. Rider, Ushi, komm mal rein tun. Ushi Wakamaru, Ushi Wakamaru, vorbei, sie ist ein Dämon Samurai. Das kommt mehr oder weniger als Tun auf mir, was ich da mal für einen Schmarrn singe. Ah, gut, tun wir das rein, gib mir ihr, wo von mir aus, und dann zack. Bringt mir zwar Alex nichts, aber egal. Ich verlasse mich auf mein gutes Vladenbrot, der wird das schon managen. Okay, dann gib mir hier noch, machen wir den Command Code und dann schauen wir mal. Schaut da mal, MP5, Mann. Sie muss das managen. Sent him more reinforcements. Sent in the collaterals too. Did the sponsors leave yet? Good. Don't worry about the rest. Sent in the newly made SP. I hear they cost lots of collateral damage, but you know beggars not choosers. Wait, she's here too. I'm picking up a new enemy signal. Be careful, master. What the? Something's weird about this. My beloved you. My beloved me. Now we shall be as one for all the time. Where deaths could grasp and can never do us part. Ah, Romeo. Ah, Juliet. Now peace we shall restore forevermore. Blend and like us. Don't touch me. I'm melting. Now I see. First King Lear. Now Romeo and Juliet. Bald können wir noch Hamlet. I cannot imagine Shakespeare would appreciate this version. And so it is demonstrated what becomes of star-crossed lover, huh? You know, not that I care about any of this crap or anything, but they are pretty damn pathetic. Love it is just a pain in the ass for everyone around us, nothing more than a stupid delusion. And this dragon witch isn't going to let you losers get away with it for one more second. Die gute Schalte, jetzt muss ich mal ganz kurz was Unschönes machen. Zack. 18 Minuten, okay, Gott. Passt, alles gut. Musste mal schon checken, wie lange wir sind, weil ich irgendwie nicht auf meine Uhr geschaut habe. Okay, also, dann legen wir mal los und schauen wir mal, was Romeo und Julia so drauf haben. Oh, Romeo, meine Julia, Romeo, Roma, oh mein Gott, Mann. Es läuft alles auf ihn zurück, Mann. Das war eine schöne Lache. Jetzt sollt ihr nicht Vlad angreifen, ihr habt Schalter an, genau. Ihr seid solche Pissnelken, Mann. Ihr seid solche miesen Pissnelken, Mann. Ja! Also, jetzt machen wir das Ganze entspannt. Einmal so. So. Nein, kann man nicht machen. Doch, so, so. Nein! So, so und so. Vlad macht am meisten Schaden. Passt. Jo. Nein!
Nein, Ossi! Drecksarschers. Jetzt langt's mir aber, Mann. Jetzt gibt's Ärger. So. Dafür muss ich mir jetzt rechnen, Mann. Das sowas mag ich gar nicht, Mann. Okay, also, liebe Leute. Caster, wo bist du? Das interessiert mich jetzt, wie die aussehen. Ach so, es ist nur ein riesiger Geist. Schade, ich dachte, man hat jetzt irgendwie rum in die Ule. So, aber okay. Können aber ein bisschen eklig werden. Besonders für das Fladenbrot. Ja, wieso nicht? Weil wir so viel Drachen haben, aber passt doch. Echt mit Ossi. Wieso habe ich mit Ossi seinen Pini voll? Geht ja gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Machen wir erstmal nur sein Katz. So, für Kasakibel heben wir uns noch einen Zug auf. Und dann schauen wir mal. Kannst du mich quitten? Yo, der quittet doch schön. Passt? Okay. Leben am Brennpokémon. Schöne MP-Strength. Wenn ich jetzt drei Karten mit Ossi ziehe, dann haben wir gewonnen. Passt. Es kommt so. Wer kommt jetzt? Jackie? Nee, Uschi. Uschi passt. Na, Uschi schlecht. Nee. Ja, okay. Weil die Sauke ist, die kürzt das dann von Ossi weg. Und ich möchte irgendwie nicht, dass Charles durchsteppt, aber ich glaube, das kann ich schlecht verhindern. Aber okay. Also, Ossi lebt. So, zack. Zack und zack. Legen wir los, Mann. Ab. Ossi Buster Quick könnte es auch beenden. Ja, Ossi Buster Quick wird es enden. Boom! 80.000, Mann. Es gibt, liebe Leute, Arts Quick Buster Grid Music, Mann. Das wird bis zum bitteren Ende einfach das Beste sein im Spiel. Okay. Chef Fight. Nett. Und schön, dass der Alter nicht gestorben ist, Mann. Beim letzten Mal habe ich hier einen Buster Skill vergessen, glaube ich, anzumachen, als ich das MP rausgehört hatte. Und das war schon ein ganz klein bisschen mehr Schaden immer. Aber nur ein ganz minimales bisschen. So, okay, dann machen wir jetzt hier noch Elegant Dance. Hört sich schlimm an. Hört sich hier schlimm. Da gehen wir jetzt nicht auf Easy Peasy Weg, da machen wir jetzt ernsthaft hier Action. Über die ist Magic Party aus und Scoot of Labenrup muss die ersten Wellen beziehen. Ich gebe jetzt nicht Black Rail, weil es wird doch ein bisschen längerer Kampf. Da gebe ich lieber Heaven's Feel. Sollte auch dafür langen, dass es gut Schaden macht. Und ich finde natürlich Heaven's Feel wieder nicht. Und dann schauen wir mal. Wenn nicht, Jackie ist dabei. Jackie ist da, um die Sache zu beenden. Okay, und wenn nicht, kommt ein Waver rein. Aber so. Gut, legen wir los. That takes care of that. Romeo and Juliet are down. Sorry, Mr. Shakespeare. The time is up, Moss. Are you ready to move your disguise, Master? Master, there's more of them. A lot more. Ich werde jetzt nicht hübscher. Surround them. Whatever you do, don't let them use their noble phantasms. Don't worry. I'll kill them when the time is right. I knew it. It won't work. The spirit ocean values don't match the last ones. You know, the assassin of Shinjuku is among these. Dozens of people, but we can't tell which one. Das ist doch super für Jolter und Salter, die werden jetzt einfach alles zerstören. No matter as long as they're coming among the crowd, our plan will work. Now, Master, here goes. Huh? The Master from Chaldea? You!
dare you are assassin. Damn it, I can't believe I fell for such a cheap trick. I'm sure you meant to say devilishly cunning trap, young man. Alright, now that we are inside, assassin has nowhere to run. This is our chance to deal with him. I've marked the assassins of Shinyuku as the target. Please concentrate your attacks on him. Oh well, I knew this day would come eventually. I couldn't get off scot-free forever. It just happened a little sooner or that later than I thought it would. I can't complain. For that matter, I haven't even lost yet. Alright, everyone. Get out there, fight and die. Die for me, for my sake, and for yours, but mostly mine. Die for a glory you desire. My star is the skillful star. I am Yan Tring, one of the 108 stars of destiny. Prepare yourself. Okay, Leute, das ist irgendwie nicht ganz so geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt, bevor wir mit diesem großen Fight und starten, machen wir jetzt nochmal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann hier richtig los und dann werden wir Yan Tring bezwingen. Dort davor, wie gesagt, noch ein kleiner Cut, um dir die Spannung aufrechtzuerhalten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.